Was geht ab, Leute, Hunger? Es ist der 13. Februar. Heute ist der letzte Tag, wo Kyogre noch da ist. Morgen, Valentinstag, ist er weg. Und morgen kommt hoffentlich ein Valentinstag-Event, das hoffentlich heute noch angekündigt wird. Weil ich brauche irgendwas. Doppelbonbon. Also Doppelbonbon oder Doppelstaub brauche ich, aber kein Doppel-EP. Doppelstaub, dann kann ich hier meine Eier zünden und ein paar von den Inkubatoren verbrauchen. Und Doppelbonbon, weil ich einfach zu viele Sachen angesammelt habe. Wie unter anderem halt meine ganzen Kyogre. Und wie immer, am Ende von einem Legendären, schauen wir uns nochmal die Ausbeute an. Das sind alle meine Legendären Kyogre. Ihr wisst, 100 habe ich gefangen. Zum Glück, weil danach lief es gar nicht mehr gut. Ein 98er ist mir geflohen, 23, 23. Ein 96er ist mir geflohen, 23, 18. Und abgesehen von dem 100er, war Kyogre für mich doch echt leidend. Also am Anfang, super saftig, alles kein Problem. Vor allem da noch, wo es schwierig war, den zu fangen und zu treffen. Da lief es so gut. Ich hatte keine Ahnung. 8 von 10. Also echt eine gute Quote am Anfang. Und dann ging es, nach dem 100er ging es echt bergab. Könnt ihr sehen, nur 4 mit Wetterbonus überhaupt gefangen. Obwohl es eigentlich sehr oft geregnet hat. Und das Leidendste war, dass er nie am Anfang in den ersten paar Bällen drin geblieben ist. Groudon, ersten 2-3 Bälle immer drin geblieben. Und bei dem, so oft beim letzten Ball, letzter, vorletzter, vorvorletzter, ich musste immer so lange warten und werfen. Bei Raids, ich war immer der Letzte, der gegangen ist, weil der immer erst am Ende, also falls er überhaupt drin geblieben ist, dann erst am Ende drin geblieben ist. Also der hat mich echt leiden lassen. Alles für den 100er. Danach ging es echt bergab, da habe ich mein Glück aufgebraucht. So. Ich weiß noch nicht, wie viel ich behalten werde. Man kann sich überlegen, 6 Spalten, damit man das ultimative Wasser-Angriffsteam hat. Wenn alle 6 dann 15 Angriff haben, dann geht das schon. Weil der hier hat auch 15 Angriff. Den behalte ich auf jeden Fall. Und dann muss ich mal alle durchgehen und dann den Rest verschicken. Hab leider noch nicht genug, um mein 100 auf Max zu pushen. Man braucht 248 Bonbons. Das heißt, mir fehlen noch 65. Und ich habe leider nicht 65 gefangen. Deswegen schaffe ich das nur mit Doppelcandy oder Sonderbonbons. Schauen wir uns mal die Statistik an. So, ich habe 61 nur gefangen. Von 109. Was ziemlich krass ist, weil ich hatte mal 40 von 60 oder so. Und dann gab es eine Weile, wo der einfach nicht drin geblieben ist. Das war die leidende Zeit. Aber ich bin froh, dass er weg ist, auch wenn ich den 100 habe. Der war echt der leidendste bisher. Hat echt viel zu lange gedauert, immer hin und her. Dann hat er nicht in der Mitte angegriffen. War schon echt nervig und störend. Vor allem auf Raid-Tour. Nichtsdestotrotz, pushen kann ich den auf jeden Fall. Zwar noch nicht auf Max, aber ein bisschen. So. Jetzt hat er nicht mehr 23, 28. Nochmal der IV-Check für euch. HP, Attack, Defense. Mein erster und einziger 100er. Zum Glück habe ich den gefangen. Es hätte sonst nie jemand erfahren, falls er mir geflohen wäre. So. Da brauchen wir direkt mal alle Bonbons. So viel hätte er beim Wetterbonus. Jetzt ist er auf Level 25. Ein Level 27, glaube ich, Kyogre, ist besser als ein 100% Gyarados auf Max Level 40. Deswegen, wie gesagt, kann man sich überlegen, 6 zu behalten. Als ein starkes Wasser-Angreifsteam einfach. Mit Kaskade, Hydro-Pumpe, echt zu krass. Er müsste sogar in meine Top 9 kommen, ohne dass ich ihn auf Max pushe. Und dafür reichen die Bonbons leider nicht ganz. So. Jetzt ist er schon mal stärker als alle meine Dragoran. Oder jetzt ist er, glaube ich, stärker als alle meine Dragoran. Genau. Und die Despos könnte er, glaube ich, auch überholen. Ja, dann ist er auf Platz 2 sogar. Hinter meinem Leta King. Slack King. So.
Ja, 3-7. So hoch kommt kein Despotar. Und? Das ist auch mein erster Legendärer, den ich überhaupt pushe. Ah ne, was laber ich, habe Raikou gepusht. Ich bin verplant, Leute, ich bin verplant. So. Wie viele Bombos haben wir noch? Viermal? Ich weiß nicht, ob wir viermal noch pushen können. So. Jetzt müsste es gleich nochmal teurer werden, glaube ich. Ne, noch nicht. Okay. So. 3-9. So könnten wir ihn eigentlich lassen. Okay, jetzt ist es teurer geworden. 3-9-29. Ein paar Mal können wir den noch pushen, aber leider noch nicht genug Bonbons. Bam. Aber schon nicht schlecht. Schauen wir uns die Top an. Also nicht die Top Kyogre, sondern die Top Pokémon. Da. Auf Platz 2. Die Despos überholt. Aber easy. Auf jeden Fall, das war's von mir. Schreibt unten in die Kommentare, was euer bestes Kyogre ist. Ich habe gesehen, sehr viele Leute haben 100% Kyogre gefangen. Also von dem kenne ich die meisten Leute persönlich, die 100% haben an legendären Pokémon. Ansonsten schreibt rein, wie ihr den fandet allgemein. Fandet ihr den auch schrecklich zu fangen? Eure Meinung, wie viele Kyogre habt ihr gemacht? Statistik. Alles unten in die Kommentare. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.